Schwester der Renate und wir haben die neue Brand News Box bekommen. Ich glaube schon gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht. Aber man kann das nicht immer gleich alles filmen. Kata Sammy ist gerade rausgegangen. Der hat gerade gefuttert und leckt sich draußen die Pfoten ab. Hier ist wieder ein bisschen Holzwalle, da wird er sich nachher freuen. Ich versuche es mal dahin zu legen. So, das kenne ich doch schon. Moonmilk, aber ich habe es immer noch nicht genommen. Das ist so ein seltsamer Name, ne? Natürlicher Schlummertrunk mit feinen Tokos und Heidelbeeren. Nun ist es ja so, dass ich seit... Oh, das Siegel geht ein bisschen ab. Dass ich seit Jahren abends Melatonin nehme. Weil die Ärztin das empfohlen hat. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, also genau wie das hier praktisch auch. Jetzt weiß ich nicht, ob man das dann beides zusammennehmen darf. Vielleicht lasse ich dann auch mal das Melatonin weg. Wobei, ich nehme normalerweise gar kein richtiges Melatonin, sondern eine Vorstufe davon, sodass der Körper, das jetzt fällt mir gar nicht ein, wie es heißt, aber ist egal. Der Körper bildet dann selber das Melatonin zum Müdewerden und morgens das Serotonin zum wieder wach fit werden. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Doch, ja. Jedenfalls, das ist Moon Milk von Herbaria. Wir haben schon eine Packung. Ja, liebe Schweckern, für dich habe ich auch was auf Seite getan. Die testet nämlich genauso gerne wie ich. Ne? Und ja, ich werde es ja, auch was für mich, damit ich schlafen kann. Du schläfst, du legst dich. Du sagst, legst dich hin, sagst, ich bin gar nicht müde. Ja, was willst du denn noch zum Einschlafen haben? Es gibt auch mal Tage, wo ich nicht einschlafen kann. Wie oft im Jahr? Ich weiß nicht. Zweimal? Nach mehr. Dreimal? tja. Sammy, möchtest du mit auspacken kommen? Ja, komm schnell. Hier ist eine Brand News Box. Dann haben wir mal wieder Kaffeebohnen. Da wird sich unsere liebe Freundin, Claudia freuen. Es duftet wunderbar. Ich rieche Kaffee unfassbar gerne, aber ich mag ihn nicht trinken. Und die haben nämlich so einen Kaffee-Vollautomat, heißt das, glaube ich. Ne? Bohnen rein und den Rest macht die Maschine alleine. Jetzt noch nicht, Schatz. Das ist unser Rampenkater Sammy und der liebt ganz besonders die Brand News Box. Ja, es geht weiter mit Cheesecake von Kati. Sie geben noch dazu 2 Eier, 80 Gramm Butter, 2 Esslöffel Milch, 600 Gramm Frischkäse, 400 Gramm Schlagsahne. So, was ist da noch? Was ist da noch drin? Der Keksteig, ne? Noch nicht mal alles vom Keksteig. Das ist aber nicht die normale, glaube ich, ne? Da ist nämlich gar kein Flyer drin. Ja, nützt nichts. Auf jeden Fall finde ich das totaler Quatsch, dafür überhaupt eine Fertigmischung zu nehmen. Ganz ehrlich. So, jetzt habe ich es gesagt. Das ist bestimmt lecker, aber selbstgemacht auch. Dann haben wir hier Popcorn mit, das hatten wir schon mal, mit Mandeln und Karamell. Die hatten wir schon. Die waren eine Sünde wert, sozusagen. Keine Ahnung. Ja, hast du ja auch keine von gegessen. Nee. Du wolltest ja nicht. Nee, ich will auch nicht. Aber die kennst du. Die ja, wollte ich auch nicht. Ich weiß, die war dir viel zu sauer. Das ist Kaffee. Wieso bist du so scharf auf Kaffeekater? Hm? Riecht das gut? Das ist das Neueste, dass du scharf auf Kaffee bist. Hm? Kann das sein, dass wir die schon mal hatten? Weil die Paradiescreme, die hatten wir auch. Die mit weißer Schokolade, ne? Ja. Das ist seltsam. Aber die Ananas, das ist schon länger her. Das ist eine ganz vielleicht kleine. Vielleicht ist das eine rechte so Box sauer. Oder so. Mann. Und die Paradiescreme, ja. Geburtstag? Nee. Ich weiß ja nicht, was ist es denn für eine Box? Ich weiß es nicht, es steht ja nicht dran. Dann hier Be Natural Bees Wax Lip Balm. Nicht reinsteigen, Schatz. Es ist eine gemischte Box, ich weiß nicht. Dann Share feste Dusche. Auch feste Dusche mag ich inzwischen wirklich gerne. Habe ich in so einem Sisal-Säckchen oder wie auch immer das ist. Jetzt meinst du, du musst da rein, ha? Ach, Söckchen.
Hatten wir in der Barbara-Box auch, ne? Meine ich. Ich weiß nicht, in was für einer. Nein, das war die Barbara-Box. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr. Aber gleiche Söckchen. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Wir machen mal weiter. Hm? Lässt du mich weitermachen, Sammy? Hm? Ich weiß, du möchtest jetzt nicht mehr aufstehen, aber so kriege ich da gar nichts raus. Was machen wir jetzt? Ich komme. Ja, Kater hat jetzt ganz allein die Kiste für sich mit dem schönen Stroh. Wir haben, also ich nicht, ich bin da nicht mehr reingegangen. Wenn er diese Box hat mit dem Stroh, dann wird er wirklich... Genau, ich habe Blut. Ja, quetsch nicht so. Blut. Aber da wird der Sammy wirklich zum Tiger, ne? Wenn man da versucht dran zu gehen. Also wir wissen auch nicht, was das für eine Box ist, aber ich werde nachgucken. Normalerweise nehme ich gar keine Sonderung. Egal. Jedenfalls ist hier MM extra alkoholfrei drin. Alkoholfrei ist sehr gut. Ne? Ja. Das ist keine Monatsbox, das steht fest. Wie gesagt, der Kaffee, unsere Freundin. Aber auch das hatten wir schon. Ich habe es nur noch nicht gemacht. Lovas Heilerde, Lovas Prima, Reinigungsmaske. Dann hier Thüringer Pflaumenmus, das Original. Sag es, wann haben wir das aufgemacht? Heute früh. Genau. Also heute haben wir gebruncht, heute haben wir ein Knack- und Aufbackbrötchen gehabt und haben ja, Brunch gemacht, so zwischen, also beide Mahlzeiten in einem sozusagen. Genau. Und teilweise dann, englisches Frühstück. Ja, du Englisch? Genau. Baked Beans. Baked Beans hatte Baked er. Beans. Und so kleine Würstchen. Und Rührei habe ich auch schon gegessen. Und du hattest noch Bacon. Und ich hatte davon noch. Und diesen Frischkäse mit, wie heißt das denn? Paprika. Irgendwas mit. Geräucherte Paprika oder sowas, gebratene Paprika, weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall sowas war das. Das habe ich auf meinem Brötchen. Und eben nicht auf einem dasselbe Brötchen, aber hier. Ja, und das hier hat man nämlich auch schon gebrannte Mandel. Ich weiß nicht, was das für eine Box ist. Das haben wir schon. Aber auch schon länger her. Ich werde es rausfinden, sagte dann. Und dann nur noch von Mr. Brown. Vanilla Flavor Latte Coffee Drink. Das oder ist das die Muttertagsbox? Das könnte sein. Die Muttertagsbox, das würde Sinn machen, ja. Genau, Muttertagsbox habe ich bestellt, weil ich dachte, ja, wir haben zwar keine Mütter mehr, beide tot, aber ich bin ja auch Mutter. Ich bin eine Mutter. Gibt es ja so Influencerinnen, die das so gerne sagen. Besonders eine, ne? Ich bin eine Mutter, wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Das war jetzt nicht von mir, Auto. Ja, und dann noch diese Füßlinge mit Punkten ohne einschneidende Ränder. Und die hatte ich auch im Kopf. Ich habe sie noch nicht benutzt. Aber die sind in meiner Sockenschublade schon, immerhin. Perfekter Halt, dank Anti-Rutsch-System in der Ferse. Sollte ich vielleicht doch mal probieren. Wenn wir spazieren gehen, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Viel zu schade, zu schick zum Spazieren gehen, ne? Ja, ansonsten hatte ich alles gezeigt. Ah ne, hier noch das. Creamy Dough von Bilou. Made with Love. Duschschaum mit cremigem Teig. Es riecht nach cremigem Teig, heißt es. Bilou Sachen riechen einfach immer süß. Ich weiß nicht. Süß. Ja, das war noch drin. Das war alles. Ich glaube wirklich, das ist die Muttertagsbox. Schlecht ist sie nicht. Es ist aber doch alles aus alten Boxen, ne? Jetzt sitze ich hier mit meinen Katzenohren, Augen und eine Katze, ne, Sammy? Ja. Das ist garantiert die Muttertagsbox. Ich habe wirklich sonst gar keine Box bestellt, außer der normalen Monatsbox. Ja, dann ist das wirklich die Muttertagsbox. Ich hatte aber irgendwie gehofft, das seien nicht alle Sachen, die ich schon kannte. Das ist, ne, Sammy, was hast du dazu mit? Ja,
Wir hatten eigentlich gehofft, es sei ein anderes. Aber wenigstens ist es alkoholfrei. Ich bin sehr, sehr froh. Und im Prinzip können wir auch alle Sachen brauchen. So ist es ja nicht. Ne? Den Kaffee, da freut sich Claudi drüber. Und die Ananas, freust du dich drüber? Ja, die war dir zu sauer, ne? Die Ananas. Ganze Ringe. Außerdem war mir die zu trocken. Ja, die ist schon was zäh. Also da muss man... Das ist so wie... Habt ihr mal Beef Jerky gegessen? Beef Jerk, das ist ja getrocknetes Fleisch. Vor vielen, vielen Jahren habe ich das mal. Ich dachte, das ist bestimmt was Tolles. Nee, es ist einfach sehr zäh und schmeckt nach Fleisch. Ja, 120 Gramm und das besteht aus 2 Kilo frischer Ananas. Jetzt wisst ja, ihr, dann esse ich lieber die frische Ananas. Ich weiß. Aber du meinst mit frischer Ananas, Ananas aus der Dose? Nein, ich habe ja auch schon frische Ananas gegessen. Oh ja, in den 21 Jahren hatten wir einmal eine frische Ananas. Genau. Aber was spricht gegen Dosenananas? Da ist Zucker drin. Ja, und was interessiert mich denn Zucker? Das sagst du ja nur. Hier nicht. Aber das Zeug war sowas von faserig und sauer. Ja, und so zäh. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Und ich sehe dann einfach nicht den Sinn da drin. Ja. Ich weiß auch nicht, hat das Vitamine oder so? Ich weiß es nicht. Und das war ja auch, ich kann mich erinnern, das war auch gar nicht billig. Nee, das war im Gegenteil teuer. Aber wie gesagt, wenn es aus 2 Kilo frischer Ananas ist, Serviervorschlag schreiben wir dann noch. Man soll also eine frische Ananas daneben legen und dann hat man die Illusion, die sei gerade getrocknet. Ja, das ist doch nur Spaß. Ich glaube, da sind keine Vitamine drin. Also es sind Ballaststoffe, ja. Ja, die hast du ja schon erwähnt. Das ist zäh und faserig. Fasern, die sind gut für den Darm. Tja. Mehr. Nein, das ist wirklich wieder was die Welt nicht braucht. Ganz ehrlich. Es ist sehr extrem fruchtig, aber auch wirklich sauer. Ich muss es zugeben. Dagegen ist Zitrone, ich esse schon mal gerne eine Zitronenscheibe, dagegen ist Zitrone nicht sauer. So sauer ist das. Und ich dachte, wenn es getrocknet ist, müsste es eigentlich süßer sein. Denn frische Ananas ist ja süßer als das. Aber was weiß ich schon. Es ist wahrscheinlich eine sehr saure Ananas, die ich dazu nehme. Ja, ihr Lieben, danke schön fürs Zuschauen. Katja, mir hat Spaß, nicht? Du Baby. Hast du eine feine Kiste? Ja? Oh, Sammy liebt das mit dem Stroh. Das dürfen die bitte nie aufhören bei Brand New. Hatten ja neulich mal Papa reingetan. Das ist es nicht. Unser Kater braucht Stroh. Ne, Mäuschen? Ja. Okay, ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuschauen. Es war die Muttertagbox für die Mutter des Hauses. Okay. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Auch einen schönen Muttertag natürlich, ja, für alle Mütter und alle Frauen und Männer, die gerne Mütter wären, keine Ahnung, für alle. Genau, danke. Bis dann.